Ja, in London brennt der Flughafen Luton. Wie gesagt, Passagiere etc. Leute wird empfohlen, nicht dorthin zu fahren, weil das komplette Parkhaus ist ja, abgebrannt oder es brennt noch und ist teilweise auch einsturzgefährdet oder eingestürzt. Also der Flughafen ist nicht mehr jetzt, also ist eingeschränkt begehbar. Ich weiß jetzt nicht, was da abfliegt an dem Flughafen, ob da große Passagiermaschinen abfliegen oder nur Kleinstflugzeuge. Aber wie gesagt, in der Nacht, heute, also heute Nacht brach das Feuer aus und es brannte dann und die Feuerwehr hat es auch irgendwie nicht löschen können. Und erst hat nur ein Auto gebrannt und dann brannte das ganze Parkhaus. Also Flughafen, Luton, eingeschränkter Betrieb. Kaum Zugänge und Parkhaus eingestürzt.